Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Europa League-Spiel in Beersheba mit unserem Cheftrainer Peter Boss. Und ich darf dich, Peter, zunächst einmal um deinen Kommentar zum Spiel bitten. ערב טוב, ברוכים הבאים למסיבת עיתונאים של פטר בוס, מאמן בייר לברקוזן. עכשיו הוא יאמר את מילות הפתיחה שלו. Also zufrieden mit das Ergebnis. Ich habe schon vorher gesagt, das wird nicht einfach sein. Das haben wir auch gesehen. Aber das hat meiner Meinung nach vor allem zu tun mit wie wir gespielt haben, die erste Halbzeit. Gut angefangen, nach das Ausgleich, wo wir einfach den Ball verloren haben, haben wir nicht mehr gut gespielt, nicht gut verteidigt, viel zu viel Raum gelassen am Gegner und auch im Ballbesitz viel zu langsam gespielt. Und dann sieht man gegen so eine tiefstehende Mannschaft, dass das schwer ist, dass man sich schwer tut. Und das haben wir versucht, in die Halbzeit anders zu organisieren. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Und dann die zweite Halbzeit war es einfacher, haben wir auch besser gespielt und am Ende zu Recht das Spiel gewonnen. Okay, Boss אומר, אני מרוצה מאוד מהתוצאה. במחצית הראשונה פשוט לא היינו במשחק. זה היה תלוי בנו ולא שיחקנו טוב. זה היה מאוד קשה לנו במחצית הראשונה. במחצית השנייה שיפרנו מאוד את המשחק שלנו. Ja, Philipp Ahrens, Bild-Zeitung, bitte die erste Frage. Schönen guten Abend zu euch rüber. Trainer, Sie hatten letzte Woche nach dem Spiel gegen Augsburg schon gesagt, Leon Bailey wird von Spiel zu Spiel besser. Jetzt hat er sich heute belohnt mit dem 1:0 und dann im Spiel von Ostrubisch, ja fast mit dem Kopfball. Wie sehen Sie seine Entwicklung und seine Leistung? Ja, absolut. Ich habe das, wie du auch schon gesagt hast vorher, dass er von Woche zu Woche sich steigert. Und das war die zweite Halbzeit auch wieder der Fall. Der hilft uns, weil er auch im Mittelsturm spielen kann. Das hat er gezeigt. Und das hat er, ich glaube, schon zweimal, wenn wir Lukas rausgenommen haben, in der Bundesliga gezeigt und jetzt auch wieder, dass er da spielen kann. Ich weiß, er ist ein sehr guter Kopfballspieler, obwohl er nicht sehr groß ist. Und dass er schnell ist, dribbelstark ist, das wissen wir. Dass er jetzt auch Tore schießen kann, das wussten wir natürlich auch. Aber das ist auch wichtig, wenn man im Mittelsturm spielt. Also stimmt, ich bin zufrieden mit seiner Leistung. Leon Bailey, הוא עשה את זה גם בבונדסליגה וגם פה, הוא שחקן טוב מאוד בנגיחות, הוא יכול לכבוש שערים וזה חשוב מאוד לחלוץ. Nächste Frage. Ich sehe Holger Schmidt, ist das eine Wortmeldung? Ja. Herr Boss, ich würde gerne ganz kurz über den anderen zwei Parenturstunden sprechen, und zwar vom Gegner. Ich habe mal geschaut, er hat Ajax Amsterdam direkt verlassen, bevor sie kamen. War das damals schon Ihre Entscheidung oder nicht? Nee, ich wusste nicht, dass er da gespielt hat. Das habe ich natürlich vor das Spiel gesehen. Und gerade nach dem Spiel hat auch Marc Overmars mich darüber noch eine Nachricht geschickt. Aber vorher wusste ich das nicht. Nee. Also ich kannte ihn auch nicht als Spieler vorher. השאלה הייתה על השחקן היריב. לא ידעתי שהוא שיחק באייקס, אבל הערב זה נודע לי. Gibt's weitere Fragen? Die gibt's nicht. 1, 2, 3, vorbei. Okay, dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft hier in Israel. Es war wunderbar, hier sein zu dürfen. Und wir sehen uns ja alsbald dann wieder in Leverkusen. Bis dahin, ciao, Dankeschön. אנחנו מודים לכם על ההשתתפות במסיבת עיתונאים, והיה לנו מאוד כיף בארץ, ומצפים לראות אתכם בלברקוזן. תודה.